für das Highlight. 186. Sparkasse Köln-Bonn. Union-Rennen, der ultimative Derby-Test hier im Weidenpescher Park in Köln. Alles ist startklar und Boxentüren auf an der 2200-Meter-Marke. Die neun Kandidaten sind auf der Reise. Und jetzt zunächst einmal die große Frage, wie ordnen sie sich alle ein? Wer übernimmt die Spitze außen? Skyout mit Liban an der Innenseite, mit Virginia Storm, dann Sir Volcano, dann Wiesentau an der Außenseite vor Albors innen. Dahinter ist es dann Best of Lips. Dann sehen wir innen die Farben von Dolcetto und am Ende auf Warten geritten Son of Gold. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen mittlerweile hindurch in Richtung der Gegenseite. Das Tempo ist nicht allzu schnell bei gleichmäßiger Fahrt. Skyout zeigt den Weg, führt mit Alex Peach vor Virginia Storm. Andra Starke, dann ist es Liban außen, Sibylle Vogt, innen Albors, Clément Lecoeuvre. Dahinter deutlich offensiver vorgetragen als zuletzt Best of Lips, Luca Delosier, Sir Volcano, Josef Boyko, dann Wiesentau, Eddie Pedrosa, Son of Gold, Fabrice Veyron und innen davor von Dolcetto mit Miki Kadedu. So geht es die Gegenseite hinunter, 1200 Meter, 1100 Meter vielleicht, noch Halbzeit ungefähr in der Union. Skyout kann den Takt bestimmen, der ist nicht allzu schnell und ich glaube, das hat Josef Boyko jetzt außen gerade gemerkt dort mit Sir Volcano, der ihn deutlich näher heranführt. Virginia Storm, Albors an der Innenseite, dann ist es Liban vor Best of Lips, vor Wiesentau, Dolcetto, der lässt sich schon so ein bisschen bitten und dann Son of Gold, der mittlerweile letzter ist wieder und ebenfalls geritten wird dort von Fabrice Veyron. Es geht so langsam in Richtung der Zielgeraden, 650 Meter stehen da noch an. Skyout führt, Virginia Storm liegt auf der Lauer, Albors an der Innenseite, dann Best of Lips, Sir Volcano lässt sich anfassen, Liban, dann Dolcetto vor Wiesentau und dann ist es außen jetzt Son of Gold, aber Skyout springt nochmal weg an der Spitze. Skyout springt weg vorne, führt vor Virginia Storm, vor Albors und jetzt kommt vor allen Dingen Best of Lips hier, Best of Lips für den Zubi Stable, geht nach vorne, Best of Lips vor Skyout, vor Virginia Storm, vor Albors an der Innenseite. Aber der Derby-Favorit könnte nach dieser Vorstellung Best of Lips heißen, denn der kann stehen. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Best of Lips gewinnt gegen Dolcetto, gegen Skyout, gegen Son of Gold. Virginia Storm enttäuscht, Albors, dann Wiesentau, Liban und letzter war Sir Volcano. Das ist der neue Derby-Favorit, meine Damen und Herren. Best of Lips und der kann stehen, natürlich kann der stehen. Den haben wir, Thorsten, der endgültige Einlauf für die Union. Siegreich war die 2, Best of Lips, zweiter die 3, Dolcetto, dritter die 8, Skyout, vierter die 9, Son of Gold und fünfter war die 10, Virginia Storm. Das bedeutet für die Quoten, Best of Lips zahlt auf Sieg 3,40 Euro, die Platzquoten 2,30 Euro, 5,40 Euro und 3,60 Euro. Die Zweierwette in der Reihenfolge 2,3 zahlt 61,80 Euro, die Dreierwette in der Reihenfolge 2,38 zahlt 570 Euro, die 2 aus 4 in numerischer Reihenfolge 2,389, 8,20 Euro. Und wenn Sie einen der Nichtstarter in Ihrer 2 aus 4 auf dem Wettschein haben, gibt es 6 Euro.